Hallo, ich bin der Game Mob und herzlich willkommen zu Let's Play Baphomets Fluch 5 Teil 12. Ich möchte kurz etwas zeigen. Wenn man das Spiel startet und weiter drückt, dann kriegt man manchmal das hier. Ich hatte einige Statuen über dem Kamin platziert, aber es war schwer festzustellen, ob es die gleichen waren wie auf dem Familienfoto von Marquez. Das ist eigentlich ganz interessant, das ist mir auch bislang nie aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich hier die vergrößerte Ansicht habe, dann sagt er diesen zusammenfassenden Satz, wenn man das Spiel fortsetzt. Also hatte man... An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. An dem Kamin... Endlich hing La Maledictio wieder an seinem angestammten Platz. Der junge Marquess hatte keine Ahnung, welches Schicksal seine Familie bald erleiden würde. Die Sockel... Am Kamin war die Skulptur eines jungen Mannes, der eine Kugel hielt. Der Heiligenschein erinnerte mich an die Figur in den Wolken in La Maledictio. Der gemauerte Kamin war alt und staubig. Er sah aus, als wäre er seit Jahrzehnten unbenutzt. Die Skulptur sah aus wie der bärtige Mann in dem Gemälde. Señor Marquez. Mr. Stobbart. Wenn wir diese Tabula finden wollen... Ja? Dann müssen Sie uns schon etwas... Natürlich. Ich meine, indem Sie uns gegenüber völlig ehrlich sind. Pah. Wann war ich denn mal nicht ehrlich? Schauen Sie sich das hier mal an. Diese Statue hat schon bessere Zeiten erlebt. Sie sollten sich wieder... Ich hatte einige... Senor Ma... Das hier habe ich gefunden. Mein Vater hatte eine ganze Sammlung davon. Das hier habe ich gefunden. Mein Vater... Das bringt ja aber auch nicht viel. Schauen Sie... Eine alte Statue. Die hat wohl jemand für Schießübungen missbraucht.
Wir müssen uns beeilen. La Maledic, aber wo waren... Die grüne Steinfigur war barfuß und trug einen Hut. Die blaue Statue trug eine Kutte, hatte keine Haare und keine Schuhe. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. Das wäre nutzlos. In dem Gemälde steckten alle Antworten. Die Menschenpyramide der Heiligen hatte uns zum Kastell geführt. Wo die anderen Hinweise uns wohl hinführen würden? In dem Ring war ein Turm. Vielleicht ein Hinweis auf einen Ort? In dem Ring sah man eine offenbar wohlhabende Stadt. In dem Ring erkannte ich einige Häuser. Das war ein Dorf oder eine kleine Stadt. In dem Ring erkannte ich ein Burgtor. Ich hatte keinen Schimmer, was das bedeuten sollte. Die bärtige Figur war der Figur am Kamin in dem Saal sehr ähnlich. Ob es da eine Verbindung gab? Die Kugel in der Hand des Alten leuchtete grünlich. Die Figur des jungen Mannes sah genauso aus wie die vor dem Kamin. Das konnte kein Zufall sein. Die jugendliche Gestalt hielt eine leuchtend blaue Kugel in der Hand. Okay, ich hab's. Irgendwas passt da nicht. Das müsst ihr dann. In dem Gemälde. Es war eine Pyramide aus gequälten Seelen. Sie sahen aus wie die Verdammten. Der Priester schien ein Vorhängeschloss am Mund zu haben. Er deutete runter auf den Ring unter ihm. Das war der Körper eines Priesters, aber mit einem Hundekopf. Die Gestalt zeigte schräg nach oben auf den Ring über sich. Es war ein Castell aus Heiligen. Castell dels Sants in Katalonien.
Das war... Das war beinahe eine Granate. Der junge Mag... Das wird's aber auch nicht sein. An dem Kamin hinter ihnen sah man zwei identische Statuen. Das Medaillon, das Marquess' Vater getragen hatte, schien identisch. Ja, habe ich doch. Warum muss die kaputte grüne Statue auf den linken Sockel? Die Statuen blickten alle nach außen, wie auf dem Foto von Marquess. Ich wartete mit angehaltenem Atem, was passieren würde. Und dann... nichts. Das ist das, was ich mir auch gedacht habe. Warum konnte man die... Achso, weil die Statuen... Okay. Der gemauerte Kamin. Die Skulptur sah aus wie der bärtige Mann in dem Gemälde. Das war Marquess' Mutter. Der junge Marquess. Das Medaillon, das Marquess' Vater getragen hatte, schien identisch mit dem zu sein, das ich in Paris gefunden hatte. Das ist aber nicht die Antwort. Ich müsste näher... Die Statuen auf dem Sockel waren die gleichen wie die auf dem Familienfoto von Marquess. Das würde niemals klappen. Ich brauchte eine bessere Idee. Könnten die Notizen beim Entschlüsseln von La Maledictio helfen? Die Nachricht war auf Latein verfasst, vom Vize. Sie besagte, der beiliegende Scan enthalte die einzige Information, die dem Vatikan über die Tabula Veritatis vorlag.
Der erste Absatz lautete: Und so sprach die Angeklagte: In diesem Ritual finden wir Beistand. In Blau gekleidet nehmen die Perfekti die Form des Geistlichen an und blicken der aufgehenden Sonne entgegen zum Baum des Wissens. In Grün gekleidet blicken die Credentes in die andere Richtung, zur untergehenden Sonne, wo der Baum des Lebens steht. Was hatte das alles zu bedeuten? Der zweite Absatz lautete: Und ein jeder erkenne, das Licht des Wissens ist blau und das Licht des Lebens ist grün. Denn so war das Licht Edens, blau und grün, verbunden mit dem Licht des Menschen, um rein zu werden. Wissen ist blau und Leben ist grün. Das war gut zu wissen. Welche Farbe wohl das Licht des Menschen hatte? Ernsthaft. Das lohnte sich nicht. Das war ein rundes, buntes Bleiglasfenster. Das würde nie funktionieren. Ah, okay, ich sehe schon. Die Statuen auf dem Sockel waren die gleichen wie... Die Kirche hat... Ah, was habe ich vorher schon probiert? Ach, ernsthaft? Ich meine das wortwörtlich. Aus der Anzeige konnte ich schließen, dass die Haupttüren des Hauses Richtung Norden wiesen. Das heißt, das ist Norden. Die Statuen auf dem... Müsste so sein. Warte mal, ist anders. Was ist das denn? Eine Treppe? Ich hatte ja keine Ahnung. Wir müssen raufgehen. Wir haben nicht viel Zeit. Treppen. Nichts als Treppen. Meine Güte, schauen Sie nur. George? George!
Hm. Was ist das? Ein angesenktes Stück Papier. Da steht das Wort Wolfram. Kommt mir bekannt vor. Wolfram. Verflucht sei der Name. Was wissen Sie über Wolfram, Senior? Wolfram. Ich spucke auf den Namen. Was ist Wolfram? Das war eine Bergbaufirma, geleitet von einem Mörderschwein namens Genen. Im Bürgerkrieg unterstützten sie die Faschisten. Dafür bekam Genen Soldaten für seine Drecksarbeit. Sie waren hier, brachten ihren schmutzigen Krieg in dieses Haus und haben Senior Xavier getötet. Ich hab gerade was nachgeschaut, was mich interessiert hat. Das muss ich mir erklären. Das mit den Statuen macht keinen Sinn. Glaube ich. Oder ich habe die falsche Aussage, ich muss mir die nachher nochmal anschauen. Weil im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie unter. Ich hatte gedacht, ich habe die blaue Statue, die im Sonnen... Aufgang entgegen war ja, ist doch Osten, deswegen, oder ich hab das, hatte mich verlesen, muss mal schauen. Sie haben Xavier erschossen, Senor Marques Vater? Ich war noch klein, aber es kommt mir vor, als sei es gestern gewesen. Er und sein Freund Hernandez wurden erschossen wie Tiere. Warum waren Sie gekommen? Sie waren auf der Suche nach irgendwas. Und sie brachten Tod und Verderben. Da war etwas, das habe ich nie begriffen. Xavier hat versucht, durch die Bibliothek zu fliehen. Aber die Bibliothek hat vergitterte Fenster. Eine Sackgasse. Außer es gab einen Geheimgang. Was wahrscheinlich ist. Dieser Genen, wer war er? Er war Schweizer, Geschäftsmann und ein Mörderschwein. Und was hat er hier gewollt? Keine Ahnung. Wenn er gerade niemanden gefoltert hat, verschwand er in der Bibliothek. Er war wochenlang da drin, machte sich Notizen, studierte Karten. Seine Leute haben ganz Katalonien durchforstet, auf der Suche nach irgendwas. Haben Sie es gefunden? Wer weiß. Eines Tages war Genen einfach weg, ist nie mehr aufgetaucht. Ein Unfall vielleicht in den Bergen. Seine Seele soll in der Hölle verrotten. Die Soldaten haben nicht sehr lange nach ihm gesucht. Die hassten ihn auch. Der Name Genen kam mir bekannt vor. Er war derjenige, der versucht hatte, La Malediktio zu kaufen. Kann das ein Zufall sein? Sowas wie Zufall gibt es gar nicht. Als die Soldaten fort waren, haben Sie das Haus übernommen? Ja. Ich bin nach ein paar Jahren zurück und habe aufgeräumt. Hat mir das Herz gebrochen. Die Bibliothek habe ich zugesperrt. Genens Papiere wollte ich nicht anfassen. Sie leben also schon lange hier? Mein Leben lang. Mein Vater hat vor mir hier gedient. Er hat mich sogar nach Senor Xaviers Lieblingsheiligem benannt. Sant Ramon. Schutzpatron der unschuldig Angeklagten. Das ist schön. Ist es nicht. Die Mauren trieben ihm ein Schloss durch die Lippen. Oh, verstehe. Nun, sicher können wir alle etwas daraus lernen. Kann ich mal in die Bibliothek rein? Nein. Ich habe sie Senor Xavier zu Ehren verschlossen gehalten.
Bitte, es ist wichtig. Der Schlüssel ist weg. Er ist weg? Seit der Nacht, als ich zugesperrt habe. Ich hatte auf das Andenken Senor Xaviers etwas getrunken. Der Weinkeller war gut gefüllt, Signora. Es war eine lange Nacht. Ich habe den Schlüssel versteckt, nur weiß ich nicht mehr, wo. Er ist weg. Das war alles, was übrig war am Morgen. Hab seither keinen Tropfen mehr angerührt. Ich musste herausfinden, woran Genen in der Bibliothek gearbeitet hatte. Muss ich mir später nochmal anschauen, weil irgendwie kommt mir das komisch vor. Oder lag ich da falsch? Kleiner nachträglich aufgenommener Hinweis. Ich hatte recht, aber lag trotzdem falsch, denn ich hatte das missverstanden. An der Sonnenuhr sagte nämlich die Türen des Hauses weiß nach Norden. Ich hatte das so verstanden, die Türen des Hauses sind in Richtung Norden, also von der Sonnenuhr aus gesehen. Deswegen lag ich da falsch. Zumindest die Pflanzen gediehen bestens im Schutt. Das wäre sinnlos gewesen. Der Platz war früher mal sehr schön gewesen. Selbst so zugewachsen strahlte er noch Ruhe aus. Das Kastell war riesig. Der größte Teil war allerdings unzugänglich. Den Boden zierte ein raffiniertes Mosaik. Die Tür war abgeschlossen. Ich musste den Schlüssel finden. Ich fragte mich, wo Ramon ihn versteckt hatte. Ich musste den Schlüssel... Na, wo ist der Weinkeller? Aus dem Garten war eine wuchernde Wildnis geworden. Der Sonnenuhr zufolge war es irgendwie mittlerer Nachmittag. Der Brunnen war schon lange trocken. Eva, freut mich, dass es Ihrem Vater gut geht. Er ist alt und töricht. Er gehört nicht hierher. Aber er hört ja nicht auf mich. Ich vermute, es geht ihm immer noch um dieses Gemälde? Ganz recht. Wir haben es entschlüsselt. Tatsächlich? Ja, wir haben einen Geheimgang hinter dem Kamin entdeckt. Was? Ihr Vater und George sind hineingegangen. Was? Das ist ja wohl ein Witz. Er ist ein alter Mann. Keine Sorge. George weiß, was er tut. Das sagt er zumindest immer. Sind Sie jemals in der Bibliothek gewesen? Nein, es hieß, die sei abgeschlossen. Der Schlüssel fehlt. Ramon hat ihn wohl vor Jahren versteckt und weiß nicht mehr wo. Schade. Können Sie sich vorstellen, wo Ramon den Schlüssel versteckt haben könnte? Halten Sie mich für eine Hellseherin? Was Verdächtiges bemerkt? Außer Ihnen und Ihrem amerikanischen Schatz? Nein. Er ist nicht mein Schatz, wissen Sie? Mir doch wurscht.
Ihr Vater wirkt sehr gebrechlich. Er ist alt und braucht keinen, der ihn an der Nase rumführt und nach verlorenen Schätzen suchen lässt. Das würde sie wohl kaum interessieren. Bis später dann. Das Windspiel schien aus alten Blechbüchsen zu bestehen. Nur alter Schrott, aber es klang sehr hübsch. Ein schönes Bleiglasfenster hatte den Angriff vor vielen Jahren unbeschadet überstanden. Ziegen sind einfach süß. Ich frage mich schon, warum George so wenig von diesen edlen Geschöpfen hält. Hallo, Kleines. Der Ziegenbock war festgebunden. Wieso war mir nicht klar? Das sanfte Tier hätte doch keinem was getan. Ein Haufen alter Äpfel. Sah aus, als hätte der Ziegenbock viele davon gefressen. Ein alter Apfelbaum spendete Schatten. Schade, dass das Seil des Bocks so kurz war, dass er ihn nicht genießen konnte. Der Brunnen war schon lange trocken. Das Regal enthielt alte katalanische Bücher. Ich könnte sie eh nicht lesen. Überall im Saal stand irgendwelcher alter Plunder herum. Ramon hatte behauptet, er habe hier aufgeräumt. Zumindest die Pflanzen gediehen bestens im Schutt. Über der einsamen Turmspitze kreisten ein paar Krähen. Ich konnte mit dem Auto ja nicht interagieren. Jetzt geht es. Vorher habe ich hier gemacht, ging nichts. Der Boden des Wagens war übersät mit Sardinendosenschlüsseln. Daher hatte er wohl all die Blechdosen für das Windspiel. Ein altes Paar Schuhe. Das Armaturenbrett wirkte intakt, aber fahren würde die alte Familienkutsche nie wieder. Ein 5T71. Außergewöhnlich. Ich hob es auf.
sah wie ein altes Tagebuch aus. Es gehörte Ramon. Die Bibliothek wird ein Schrein sein. Keiner wird sie betreten. Ich verstecke den Schlüssel an einem sicheren Ort, sobald ich was gegessen habe. Ich habe, was ich brauche und weiß, was ich tue. Deine Augen so blau, du schöne Maid. Ich denke an dich die ganze Zeit. Ein aufstrebender Poet, unser Ramon. Wie Efeu am Baum sind verschlungen unsere Leben. Ja, so viel bedeutest du mir eben. Hübsch. Hey, ich hab das gerade gelesen. Ein altes und ziemlich dubioses Kissen. In dem Gerümpel auf dem Boden der Karre lag eine alte Brandyflasche. Das Innere des Wagens sah übel aus. Jemand hatte im Auto geschlafen, aber vor ewigen Zeiten. Dosenschlüssel. Daher hatte er wohl all die... Das würde nicht funktionieren. Die Batterien mussten seit Jahrzehnten leer sein. Kein Respekt vor großer Kunst? Ziemlich schwere Kost, wie? Ein Haufen alter Brandyflaschen. Ramon musste diese Nacht vor all den Jahren im Auto verbracht haben. Ja, genau, ich schätze, der Schlüssel ist auch noch im Auto. Der Ziegenbock... Ein altes und ziemlich dubioses Kissen. Das lohnte sich nicht. Ich brauchte eine beste... Das lohnt... Ich wette, der Schlüssel liegt im Auto. Ernsthaft? Nur alter Schrott. Ob Ramon das wohl gebastelt hatte? Jetzt kann ich das anschauen, also... Das Windspiel war zwar aus Schrott gebastelt, klang aber gar nicht so schrottig. Eine der alten Sardinendosen sah etwas ausgebeult aus. Ich fischte drin herum. Da war etwas drin. Und da war er. Der Schlüssel zur Bibliothek. Aber was uns in dieser Bibliothek erwartet, das erfahren wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann.